Wie funktioniert Smart TV, das smarte Fernsehen? Anders als normales Fernsehen ist das Gerät mit dem Internet verbunden und tauscht während der Nutzungszeit häufig Informationen mit Rechnern im Internet aus. So, wie funktioniert Smart TV? Wie kann man sich das vorstellen? Ganz einfach. Also bei Smart TV muss man sich das so vorstellen, dass es quasi einen kleinen Computer im Fernseher gibt, der Funktionalitäten hat, wie zum Beispiel Videos abspielen, die von kommerziellen Unternehmen wie Maxdome oder von Amazon kommen, dass man von externen Speichergeräten eigene Videodateien abspielen kann oder Musikdateien und zusätzliche Dienste, zum Beispiel kann man im Internet browsen vom Fernseher aus. Und wie ändert's, was ist da der Unterschied zum normalen Fernsehen? Was kriegt überhaupt der Zuschauer davon mit, von diesem ganzen kleinen Computer? Also das bei den meisten Smart TVs ist, dass man nahtlos übergehen kann vom normalen Fernsehprogramm zum Internetfernsehen oder zum Internetbrowsen. Das heißt, ich kann mal kurz im Internet bei Google was nachschlagen, ich kann irgendwie was bestellen, ich kann irgendwie von meinen eigenen Datenträgern während der Werbepause ein kurzes Filmchen gucken. Man kann also viel mehr zappen, als es vorher möglich war. Und was bringt das dem Nutzer? Der Nutzer hat zunächst einmal die Möglichkeit, irgendwie, er muss nicht mehr die Couch verlassen, um mal schnell ins Internet zu gehen. Zwar haben viele Nutzer mittlerweile ein Tablet oder ein Smartphone, aber auf dem Fernseher ist natürlich eine viel größere Darstellungsfläche. Wenn ich ein YouTube-Video von einem Konzert sehen will, dann ist das natürlich auf dem Fernseher viel schöner als auf so einem kleinen quadratischen Gegenstand. Das ist die schöne Seite. Was ist der Trick oder die Hürde daran? Was vielen Nutzern nicht bewusst ist, ist, dass dabei natürlich auch Daten ins Internet übertragen werden, die Rückschlüsse auf ihre Sehgewohnheiten zulassen. Und es ist den Nutzern häufig auch nicht klar, in welcher Frequenz das geschieht und wer die Empfänger dieser Informationen sind und was damit gemacht wird. Natürlich kommt, wenn man so ein Gerät benutzt, eine Datenschutzerklärung mit. Die ist auch ziemlich lang und man sucht eigentlich nur nach dem Knopf, um die endlich wegzuklicken und loszulegen. Die stört einen aber dann bis zum nächsten Software-Update erstmal nicht mehr und man vergisst darüber, dass das Gerät eben stetig Informationen ans Netz sendet. Vielleicht können Sie noch einmal genauer sagen, wo genau die Gefahren dieses Smart TVs liegen? Also ich würde es nicht Gefahr nennen, ich würde es ein Problem nennen. Das Problem besteht darin, dass gerade auch bei unverschlüsselter Übertragung der Daten nicht nur das Unternehmen, was die Daten empfängt, sondern auch die Unternehmen, die dazwischen hängen, mitbekommen können, dass man zum Beispiel einen LG-Fernseher hat oder einen Samsung-Fernseher, was für Funktionen der Fernseher hat und wie häufig man eben Fernseh schaut. Die Sender in Europa haben ja mittlerweile auch ein intelligentes Fernsehsystem namens HBBTV auf einen Start gebracht, was quasi eine Internetversion des Videotextes ist, mit viel mehr Funktionen und besserer Darstellung und Zip und Zap. Auch wenn man HBBTV benutzt, werden Informationen übermittelt und zwar in diesem Falle an die jeweiligen Fernsehsender, die Informationen brauchen, um rückzuliefern, was der Nutzer jetzt gerade zum Beispiel sieht oder welche Hauptdarsteller sind oder andere Sachen. Warum ist das für Unternehmen wie LG, ist die Smart TV so lukrativ? Zum Ersten muss man sagen, die Fernsehhersteller sind unter Druck, weil natürlich die Nutzer immer stärker sich dem Internet als Abspielplattform zuwenden. Das betrifft also, die Veränderung durch das Internet betrifft nicht nur die Sender, die Fernsehsender, sondern eben auch die Hersteller von Fernsehgeräten. Eine Strategie ist zu sagen, okay, wir zeigen euch das Internet auf dem Fernseher und zwar so groß, wie ihr es nicht auf dem Laptop oder Computerbildschirm haben könnt. Das ist aber nicht lukrativ genug. Lukrativ wird es erst durch Deals, wo man sagt, du kannst von deinem Fernseher aus Filme leihen, du kannst von deinem Fernseher aus das Abo-Angebot von Amazon oder Maxdome oder sowas irgendwie mitnutzen. Ich denke, da bekommen die Fernsehhersteller auch gewisses Geld sozusagen für die Platzierung, denn die werden das nicht aus reiner Nächstenliebe machen, sondern dahinter steckt knallhartes kommerzielles Interesse. Genau, was ist das Ziel dieser Unternehmen wie LG und anderen, muss man ja auch sagen? Also das Ziel eines Unternehmens ist immer Geld zu machen. Und wenn man in einem Konkurrenzfeld ist, wo die Leute eigentlich nur noch auf Features gucken und nicht mehr auf so die Marke, muss man halt sehen, was kann man dem Nutzer noch bieten, was die anderen nicht haben. Und eine stärkere Integration vom Internet und möglichst einfaches, bequemes Nutzen ist quasi gerade einer der Hauptzielsachen.
Und wenn ich mir eben auf verschiedenen Plattformen die aktuellen Spielfilme angucken kann, die gerade freigegeben worden sind, dann ist das natürlich für die Benutzer sehr sexy und für die Unternehmen lukrativ, weil sie wahrscheinlich von jedem Verkauf auch mit profitieren. Wie ist denn, können Sie nochmal die Werbestrategie beschreiben, wie wichtig das für die Unternehmen, also für Hersteller ist? Ja, was Werbung auf Smart TVs betrifft, sind wir in Europa noch sehr am Anfang. Was daran liegt, dass Nutzer bislang noch extra Werbung sehr fremd wahrnehmen würden. Also wenn zu der Pausenwerbung im normalen Fernsehen noch Werbung vom Fernsehhersteller eingeblendet würde, das würde, glaube ich, erstmal einen Aufschrei geben. Aber man sieht schon bei Geräten wie zum Beispiel beim Kindle, wenn ich das kaufe, dann bekomme ich erstmal ein Gerät, da muss ich nochmal 15 Euro extra zahlen, damit die Werbung ausgeblendet wird. Und ein ähnliches Modell könnte es auch bei Fernsehen geben. Der Fernseher jetzt 50 Euro billiger und dafür beim Ein- und Ausschalten ein paar Werbeclips oder beim Übergang zwischen den Fernsehprogrammen oder so. Das ist durchaus denkbar, weil Leute, die auf den Preis achten, sagen im Zweifelsfall, für 50 Euro lasse ich das mit mir machen. Also glauben Sie, gibt es da eine Chance? Ich glaube, das wird einer probieren und die anderen schauen genau hin. Wer sich davor wagt, ist noch die große Frage. Und wenn der Aufschrei nicht groß genug ist, wird es sich wahrscheinlich durchsetzen. Ansonsten wird man wahrscheinlich wieder ein paar Monate warten und dann den nächsten Versuch starten. LG hat ja auch eine Studie finanziert, die Sehgewohnheiten der Smart-TV-Nutzer. Und da wird eben gesagt, dass Bannerwerbung beim Smart-TV sehr effizient sei. Ja. Wie bewerten Sie das? Ich glaube schon, dass Werbung im Kontext und in den Momenten, wo Leute natürlich die absolute Aufmerksamkeit auf den Fernseher richten, sehr effektiv ist. Also in dem Moment, wo wir umschalten, wo wir hinschauen, was kommt als nächstes, ist natürlich unser Fokus sehr stark auf das Fernsehgerät gerichtet. Und wenn man da kurz einen Banner einblendet, ist das sozusagen die perfekte Aufmerksamkeit. Anders gefragt, wie bewerten Sie das, dass LG das finanziert, so eine Studie? Ich halte es für relativ natürlich, dass sich Fernsehhersteller quasi versuchen auszumalen, wie sie noch weiter Geld verdienen können. Nur aus Nutzerperspektive ist das natürlich ein Gruselszenario, weil mit Werbung kommt normalerweise auch immer das Verlangen, noch mehr über die Nutzer zu erfahren. Und noch mehr zu erfahren heißt weitere Invasion der Privatsphäre. Also der Werbekunde will nicht nur wissen, vielleicht wurde diese Werbung gesehen, sondern wer hat die Werbung gesehen, wie lange wurde sie angesehen, was wurde vorher geschaut, was wurde hinterher geschaut. Und in dem Moment beginnt so ein bisschen der Damm zu brechen. Die Fernsehunternehmen müssen quasi dann dem Werbekunden mehr Informationen liefern. Das können sie natürlich per Software-Update tun und der Benutzer klickt dann einmal durch die Datenschutzbedingungen durch und stimmt dann zu, dass mehr Informationen über ihn weitergegeben werden. Und dann hat er quasi seine Privatsphäre Zug um Zug reduziert. Sie haben jetzt herausgefunden, den Test mit LG-Daten werden gesendet. Ja. Wie bewerten Sie das? Ich bewerte es als überraschend, insofern als dass der Fernseher im Auslieferungszustand, wo er hier aufgestellt worden ist, diese Funktion nicht hatte. Das ist etwas, was mir auch noch nicht begegnet ist, nämlich dass der Datenschutz durch ein Update beim Fernseher quasi ausgehebelt wurde. Nun soll es ein neues Update geben, was das Ganze wieder rückgängig macht. Immerhin ist ja der mediale Druck auch ziemlich hoch. Aber es ist schon was Neues, denn normalerweise, so erlebe ich das bei Smartphones, bedeuten Verbesserungen von Betriebssystemen oder Updates meistens eine auch Verbesserung der Privatsphäreneinstellungen. Was heißt das jetzt? Also was heißt das für Nutzer, die einen LG-Fernseher haben? Also für LG-Fernsehnutzer heißt es, sobald es das Update mit besserer Privatsphäre gibt, sollte man das aufspielen. Bei diesem Modell hier wird das auch eingeblendet. Es kann sein, bei anderen Modellen, dass man dafür extra ins Internet gehen muss, um eine neue Software runterzuladen. Es lohnt sich also zu gucken, was für ein LG-Fernseher hat man und dann auf der Seite von LG sich im Servicebereich anzusehen, was über den Fernseher da an Informationen ist. Heißt aber für die Leute, die zuschauen, dass sie auch spioniert werden? Das ist durchaus möglich, aber man kann nicht generell sagen, dass jeder LG-Fernseher spioniert. Man kann nur sagen, dass sowohl aktuell gekaufte Geräte als auch Fernseher, die möglicherweise vor kurzem ein Update hatten, in der Gefahr sind, dass sie eine Softwareversion haben, die die Informationen übermittelt. Was bedeutet das für die Nutzer? Werden die jetzt ausspioniert? Die Benutzer geben ohne ihre Zustimmung quasi private Informationen an das Internet weiter und an LG. Und dass diese Informationen unverschlüsselt übermittelt werden, heißt eben auch, dass jeder, der sozusagen auf der Leitung drauf ist, ob das der Service Provider ist, ob das die Geheimdienste sind oder wer auch immer, alle können gucken, was sich gerade im Internet
über den Fernseher sozusagen über mich preisgebe, nämlich dass ich ihn angeschaltet habe, dass ich mir jetzt ein Video angucke, ob das nun was Privates oder was ganz Normales ist. Und das ist schon ein bisschen irritierend, weil das habe ich eben jedenfalls nicht angeklickt oder unterschrieben, dass der Fernseher ausplaudert, was ich gerade mit ihm tue. LG sagt ja, sie hätten irgendwie gerade von dieser Funktion, dass man den Stick da reinstecken, gar nichts gewusst. Ja, die haben es ja gar nicht geahnt und sagen, das wäre ein Fehler gewesen, weil das wäre zu einer Version gewesen, die sie gar nicht zu Ende geführt haben. Wie einleuchtend finden Sie diese Erklärung? Man muss bei solchen Dingen natürlich sich angucken, wie ist der normale Prozess dabei. Normalerweise gibt es eine Qualitätskontrolle. Das heißt, bevor Updates weggeschickt werden, werden die von Leuten aus der Qualitätssicherung bei einer normalen Firma überprüft, haben sie die Funktionalität und was machen die. Das heißt, LG hat mindestens versäumt, sich den Datenstrom anzusehen, was sozusagen die eigenen Geräte eigentlich übermitteln. Das finde ich schon bedenklich. Es kann durchaus sein, dass eine Handvoll einzelner Mitarbeiter aus Versehen eine Funktion in das Update gepackt haben, die gar nicht vorgesehen war. Aber dann hat zumindest die Qualitätssicherung gepennt. Und das darf eigentlich bei so einem großen Unternehmen nicht passieren. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum, wenn es nicht, warum das damit was zu tun hat, dass die mit der Qualitätssicherung, das heißt ja, dass sowieso ein Interesse daran gibt, so einen Rückkanal zu haben, oder nicht? Also ich sehe das Ganze eben sehr abstrakt. Wenn es um Software geht, gibt es immer die Leute, die es programmieren, und dann gibt es noch die Leute, die es testen. Und wenn die programmieren, Mist bauen, müssen die Leute, die es testen, zumindest vorher abfangen. Aber warum bauen die den Mist? Gibt es da nicht sowieso das Interesse, dass man sagt, okay, man hat so einen Kanal geschaffen? Also ich meine, ich komme doch nicht umsonst auf die Idee und sage, ich nehme jetzt die Nutzerdaten mit, oder? Ich kann mich ja nur an dem orientieren, was LG gesagt hat. LG sagt, es war ein Versehen. Ich gucke mir das an und denke mir, okay, wo ist das Problem dabei? Wenn es ein Versehen war, hätte es der Qualitätssicherung auffallen müssen. Also für mich ist das nicht so ganz plausibel, was Sie sagen. Aber es ist auch nicht ganz unwahrscheinlich, denn es hat häufiger schon mal schlechte Software-Updates oder andere Sachen irgendwie gegeben. Nun sagt LG eben auch, der Server, der diese Daten entgegennehmen soll, ist abgeschaltet. Das kann man auch sehen. Er gibt keine Informationen wieder an den Fernseher zurück, oder es passiert eben nichts, wenn diese Informationen übermittelt werden. Aber das ist es auch. Man kann also jetzt nicht sagen, es ist irgendwie noch eine Maschinerie dahinter, die das Ganze speichert oder sonst was. Mhm. Wer jetzt sich einen Smart-Fernseher kauft und darauf achtet, dass er nicht LG kauft, ist er sicher? Nein. Smart-Fernseher übermitteln immer Daten ans Internet. Also ich glaube, im Weihnachtsgeschäft wird man nur noch wirklich sehr günstige oder sehr alte Geräte finden, die keine Internetfähigkeit oder zumindest damit nachrüstbar sind, dass man irgendwelche internetbasierten Funktionen hat. Und das ist auch schön und bequem. Ich finde da irgendwie nichts Schlimmes dran. Es wird problematisch eben, wenn Fernseher zu gesprächig werden und private Dinge übermitteln, die eben über das hinausgehen, was ich quasi normalerweise auch am PC im Internet tun würde. Was bleibt denn jetzt also den Nutzer? Heißt das, jeder, der sich ein Smart-TV kauft, muss davon ausgehen, dass seine Daten übermittelt werden? Oder was würden Sie informieren? Also jeder, der generell, egal welcher Marke, ein Smart-TV kauft, wird bei der Nutzung der Smart-Funktionen natürlich Informationen ans Internet übermitteln. Das Problem ist erstmal, dass diese Geräte nicht transparent machen, welche Informationen das sind. Sind das Kennungen, also dass man die Seriennummer zum Beispiel auch mit übermittelt, oder sind das Dateinamen oder was auch immer? Das sieht der Nutzer nicht. Das kann man mit ein bisschen technischen Aufwand überprüfen, aber es ist eben keine Standardfunktion. Heißt es jetzt, wenn ich mir als Nutzer ein Smart-TV kaufe, was kann man denen denn eigentlich empfehlen? Ja, also wo liegen die Gefahren, wo liegen die Probleme? Also jetzt kann man jetzt sagen, jetzt jemand sagt, okay, ich kaufe jetzt extra keinen LG-Fernseher, ich nehme jetzt lieber einen Samsung-Fernseher. Also ein Käufer von einem Smart-TV, egal von welcher Marke, will ja natürlich auch Internetfunktionalität oder spezielle neue Funktionen haben, die normaler Fernseher nicht bietet. Insofern muss er oder sie damit rechnen, dass der Fernseher auch Informationen an das Internet übermittelt. Was in diesem Falle eben bedenklich war oder ist, dass mehr Informationen übermittelt werden, als eigentlich draufsteht. Das kann jedem Gerätehersteller passieren. Es ist nur schwierig, das für einen normalen Benutzer rauszufinden, ob das eigene Gerät das gerade tut. Heißt also, kann bei allen das Gleiche sein? Es kann auch anderen Geräteherstellern passieren, oder es kann auch eine extra Funktionalität sein. In dem Moment, wo ich dem Ganzen ja zustimme, rechtlich gesehen, ist das okay. Das heißt, bei LG, dadurch, dass keine Zustimmung da ist, ist das auch ein datenschutzrechtlicher Verstoß.